Hi und herzlich willkommen zu den Englischlernvideos der Schülerhilfe. Heute geht es um Partizipialkonstruktionen, die von Konjunktionen eingeleitet werden. Warum macht man das? Warum leitet man Partizipialkonstruktionen durch eine Konjunktion ein? Das tut man, wenn man Mehrdeutigkeit vermeiden möchte. Wann das passiert und wie das aussieht, schauen wir uns mal gemeinsam an einem Beispiel an. Hier haben wir zwei Sätze, die sich in ihrer Bedeutung durch eine Konjunktion unterscheiden. So haben wir hier: Eric saw his ex-girlfriend walking down the street. Im nächsten Satz haben wir: Eric saw his ex-girlfriend when walking down the street. Wo ist hier der Unterschied? Im ersten Satz heißt es: Eric sah seine Ex-Freundin die Straße entlang laufen. Hier läuft also die Ex-Freundin, das heißt, walking bezieht sich hier auf die Ex-Freundin, also auf das Objekt des Satzes. Der nächste Satz heißt übersetzt: Eric sah seine Ex-Freundin, als er die Straße entlang lief. Hier bezieht sich also das walking nicht mehr auf die Ex-Freundin, sondern auf Eric. Diesen Unterschied haben wir jetzt deutlich gemacht, indem wir vor das Partizip eine Konjunktion, when, gesetzt haben. Dazu haben wir noch ein weiteres Beispiel. Hier haben wir jetzt: Katie often talks to her husband traveling around the world. Dann haben wir: Katie often talks to her husband while traveling around the world. Der erste Satz bedeutet: Katie spricht oft mit ihrem Mann, der gerade um die Welt reist. Traveling, unser Partizip, bezieht sich hier also auf Husband, also den Ehemann. Der nächste Satz heißt allerdings: Katie spricht oft mit ihrem Mann, während sie um die Welt reist. Eingeleitet durch unsere Konjunktion while wird jetzt also klar, dass sich traveling, unser Partizip, auf Katie bezieht und nicht mehr den Husband, also den Ehemann. Man setzt also eine Konjunktion vor eine Partizipialkonstruktion, um Mehrdeutigkeit zu vermeiden. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald! Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de.